Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Agnes Johanna und heute siehst du hier schon ein neues Journal. Es ist ein sehr schnelles und fixes Journal, was ich hier gerade gebunden habe, nämlich einmal gelocht, einmal eine Spiralbindung rein und fertig. Das macht man mit diesen Geräten. Ich kann es dir einmal kurz zeigen. Dieses Monsterteil hier. Dazu gibt es ein kleines ausführliches Video. Das ist Werbung ohne Auftrag, das ist ein Gerät, das habe ich mir selber gekauft. Nur weil ich weiß, ihr werdet fragen, wie es geht. Das geht mit diesem Gerät zum Beispiel. Es gibt aber auch natürlich von anderen Firmen solche Geräte. Ja? Da wird dann hier einfach mal Löcher reingemacht, dann wird das hier aufgespannt, reingelegt, die ganzen Blätter, und dann wird das hier zusammengepresst. Das war's dann auch schon. So. Das, was hierbei am längsten gedauert hat, war alles auf eine Höhe und Länge zu stutzen. Und wie du siehst, sind das hier einfach nur ganz einfache Scrapbook-Blätter. Und zwar ganz, ganz viele Reste, die ich noch hatte. Völlig kunterbunt zusammengemacht, weil das ist nämlich das neue Journal für die 6-Leute-5-Ephemera-Aktion. Die läuft ja noch bis Dezember. Allerdings sind ja alle Einsendungen schon getätigt. Das bedeutet, du brauchst auch nichts mehr einschicken, sondern du kannst jetzt einfach die Videos bis Dezember einmal durchgucken. Pro Monat ein Video. Bei mir immer am ersten Dienstag im Monat. Bei der lieben Ines, die ja eigentlich der Hauptinitiator dieser ganzen Sache ist, gibt es das montags schon. Also montags, erste Montag im Monat gibt es bei ihr das Video und bei mir am Dienstag. Und da zeigen wir euch, was ihr eingesendet habt, beziehungsweise was wir dann auch gebastelt haben. So, ihr wisst ja, Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen, denn es gibt Geschenke. So, und da ist das Tütchen bei mir angekommen. So, schön verpackt. Hat mir die Ines geschickt. Jetzt gucke ich gerade einmal noch auf das schlaue Zettelchen, damit ich auch sehen kann, genau, wer mitgemacht hat. Oh, wie schön, auch bekannte Namen mit dabei. Zwar auch vor allem aus den Kommentaren oder aus anderen Aktionen schon. Ich glaube, die ein oder andere war schon mit dabei. Gut, lange Aktion machen wir jetzt auch schon über ein Jahr. Dementsprechend, ja, das geht auch so auf. Muss ich ja gar nicht mit dem Kleber dran. So, ich hoffe, niemand hat seine Adresse hier leserlich reingeschrieben. Ich werde das jetzt einmal umdrehen und gegenchecken ein bisschen. Haben wir denn hier? Okay, das sind zwei Teile. Das ist ein Teil. Ich muss einmal gerade die Vorder- und Rückseiten einmal gucken. Okay. Manche, die... Ja, das ist von... Ach, guck mal einer an. Wie schön ist das denn? Na dann, Leute. Also, dann wird gebaut. Ich hoffe, dass mein Journal groß genug ist für das ein oder andere. Dürfte. So, ich lege das erstmal zur Seite und dann werden wir uns die Sachen jetzt hier mal angucken. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ist das denn so vieles hier? Oh, das ist, glaube ich, irgendwas Separates. Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. So, das ist von der lieben Elke. Fangen wir doch gleich damit an. Das legen wir einmal nochmal zur Seite. Wie cool ist das denn? Das ist ja hier so ein... Also das gehörte da jetzt irgendwie zu. Jetzt bin ich selber verwirrt. Steht auch sonst nichts bei. Da ist auf jeden Fall was drin. Ich mache das hier jetzt einfach mal auf. Da steht nämlich mein Name, deswegen bin ich ein bisschen verwirrt. Weil normalerweise ist das ja immer so ein bisschen... Aber vielleicht hat sich ja Elke schon was dabei gedacht. Ich weiß es nicht. Huch! Wie geht das denn jetzt ab? Uiuiuiui. Dieses kleine Teilchen hier. Zack. Ein Tütchen, einmal ein Holder und noch ein Holder und wow, so viele Sachen noch extra. Also das hier ist scheinbar eine Pocket. Das kann, oh cool, das kann man rausziehen. Das ist also aus einem alten Verpackungsbag, würde ich sagen, einmal umklebt. Und dann ist hier was drin. So, und dann kann man da drinne... Oh, das ist ein Briefchen für mich. Ich muss mal kurz einmal... Ach, wie schön. Ja, ein lieber Gruß. Ein persönlicher Gruß, deswegen wohl auch mit dem Namen. Vielen Dank, liebe Elke, für deine lieben Grüße und die Rückmeldung und allem drum und dran. Vielen, vielen Dank. Cool. Kommt aber auch direkt mit rein.
Wie schön. Ja, und dann sind hier auch ganz viele selbstgemachte Ephemeras noch mit dabei zum Verbasteln. Das ist ja toll. Was ist das hier alles hier noch? Eine Altered Playing Card. Sowas können wir auch mal zusammen machen, ne? Dann hier noch so ein Button. Ah, das ist ein ATC Coin. Sowas habe ich auch noch nicht mitgemacht. Es gibt ja immer ATC Karten. Wenn ich weiß, was das ist, einfach eingeben bei Google ATC und ein Mini-Dings. Das ist ja süß. Das ist ja auch toll. Wer hat das denn genäht? Wie kann man denn sowas zusammennähen? Wie geht das? Jetzt muss ich kurz nachdenken. Nacheinander nehme ich an, ne? Erst das Teil, dann das. Das ist faszinierend. Ich frage mich tatsächlich, wie das geht, dass man hier durchnäht und dann einmal da durchnäht. Jetzt hast du mir eine Denkaufgabe gegeben, liebe Elke. So, das hier ist, nee, das ist keine ETC. Das ist schon einfach eine schöne Karte. Das Ding ist auch süß, weil das so klein ist. Der kleine Papierpin hier. Ein ATC-Coin. Das ist ja auch irgendwie geil, ne? Ja, ich habe ja auch mal diese ATC-Aktion gemacht, aber ich hatte in den letzten Monaten überhaupt gar keine Zeit dazu. Und hier ist auch noch was. Oh, was ist das denn Schönes? Ah, selbstgemachte Etiketten. Mega. Sind das Etiketten? Nee. Was ist denn das? Ach, aufgeklebt einfach. Keine Etiketten, ne? Nee, ist kein Trägerpapier. Ja, wie cool ist das denn? Mega. Aber doch irgendwie schon. Doch, guck mal. Aufkleber. Eingefärbt und bestempelt. Mega cool. Aber diese hier gehen scheinbar nicht ab. Da habe ich ein bisschen... Doch, jetzt. Ah, wahrscheinlich dadurch, dass das ein bisschen selbst gefärbt ist. Oh, vielen lieben Dank. So viele tolle Aufkleber. Die sind natürlich, ja, da bin ich jetzt mal frech. Die nehme ich jetzt raus. Die kommen direkt hier zum Verbasteln hin. Weil die kann ich auf jeden Fall für alle möglichen Collagen definitiv noch benutzen. Und das inspiriert mich ja schon wieder. So, das ist hier einfach eine embosste, beziehungsweise nicht gestanzte, sondern geprägte Sache. Da tun wir doch einfach mal... Passt die Karte? Nee, Karte passt da nicht rein. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Ich vermute jetzt, dass das eigentliche Ephemera das hier ist. Gehe ich da richtig in der Annahme? Ich weiß es nicht. Ja, da stand jetzt scheinbar auch nichts. Also das ist hier irgendwie zugenäht. Und soll ich das jetzt aufmachen? Wahrscheinlich ja, ne? Das ist einfach nur zugenäht, wahrscheinlich, damit es nicht rausfällt oder so. Oder wie seht ihr das? Ich weiß es nicht. Elke, was machst du für Sachen? Verwirrst mich total. So, ich schneide das jetzt mal hier vorsichtig auf. Falls da was Feines drin ist, will ich es ja nicht kaputt. Oh, das sieht aus wie Stoffe. Das sieht ja interessant aus. Also, ich habe ja früher nie genäht oder gestrickt, deswegen dieses Papier. Oh ja. Ah, guck mal einer an. Das sieht doch aus, wie das gehört zu dieser Aktion. So ganz offiziell. Und diese, das sind Stickmuster, glaube ich, ne? Ja, willkommen, Stickmuster, genau. Das ist ja auch cool. Ja, gucken wir mal, wie wir die Karte vielleicht gleich... Weißt du was, ich mache das so. Ich werde mir jetzt die Sachen, die hier separat waren, die werde ich mir jetzt hier mit reinpacken. So, da kommt dann auch gleich das kleine Schnäuzchen mit drauf und der Zettel einmal. So, und dann gucken wir uns das jetzt mal hier genauer an. So, da haben wir einen Verschluss. Das ist richtig junky cool. Das ist so, ja, Schmetterlingsflügel Figuren ist sowieso immer cool. Verdammt lang her. Okay, das ist jetzt mal hier so ein Verschluss. Was macht man denn hier auf? Hier ist ein Rahmen und der ist nur gestanzt, dass er aussieht wie draufgenäht. Ist er aber gar nicht so. Es ist ein Umschlag. Wow, hier gibt es viel zu entdecken. Also einmal hier, wo was drin ist. Cool. Eine alte Karte. Ah, guck mal, einfach nur so als cool. Gefärbtes Papier zum Beschreiben. Das ist witzig, solche alten Dinger. Stubbington. Ah, das ist in England irgendwo, ja? Stubbington oder so. Cool. Aber warte mal gerade, ich werde das doch vielleicht mal umpacken. Weil das ist ja hier toll. Das ist ja so ein dicker, fetter Holder. Das passt da ja alles rein. Das ist ja mega. So möchten wir das. Also. Das könnte ich ja quasi dann... Ah, ich weiß auch schon, wie ich es festmache.
Vielen Dank dafür. Ich muss gar nicht so viel nachdenken können. Das wird nämlich hier so ein Flip-Ding. Das machen wir da am Journal irgendwie fest. Gut, ich weiß doch noch nicht wie. Gucken wir gleich mal. Also, was hier reinpasst. Hier passt ja einiges rein. Ich kann jetzt einmal das Briefchen hier mit reintun. So, und einmal die Karte. Geht. Ja, geht. Und dann können wir auf diese Seite. Da gucken wir erstmal noch, was da drin ist. Ah, guck mal. Ein alter Brief, den man quasi von innen nochmal selbst beschreiben kann. Oder eine Collage drauf. Man kann schreiben, ist hier schlecht. Das ist hier von innen auch nochmal ausgekleidet mit, ich nehme an, mit einer Serviette oder so. Da könnte man dann hier noch mit die Pocket reintun. Ist auch cool. Ach, und hier, guck mal, das ist ja auch cool, ne? Von hier hinter. Dann die Weltkarte, das ist ja auch eine tolle Idee, das von innen so auszukleiden, dass das nicht so langweilig ist, wenn man da was rausnimmt. Das finde ich geil. So, dann packen wir hier den Brief wieder rein. Und das hier könnte doch auch mit hier rein eigentlich, oder? Können wir nochmal machen. Warte mal, ich mache das jetzt erstmal hier dran fest. Ich habe ja noch das Ding. Nee, warte mal, das machen wir anders. Also, das machen wir erstmal hier fest. Und das hier machen wir mit dem, dafür haben wir den Clip doch. Kommt der ATC-Coin mit da rein. Mensch, Elke, da hast du nochmal richtig reingehauen hier auf die letzten Tage hier von unserer Aktion. Du hast hier richtig ordentlich was gebastelt hier. So, und damit ist das hier dran. Nee, das passt nicht. Das wird nicht halten. Also nicht so, wie ich es gerne hätte. Da muss ich jetzt einmal gucken. Da oben kann man das aber noch festmachen. Da würde ich den Clip jetzt einmal hier mit dran machen. Genau, so. So, und jetzt gucken wir mal, wie wir das in das Journal reinbauen. So, 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 so. Also, ja, perfekte Seite. Nein, das ist auch wieder dann so dick, ne? Aber das ist auch gar nicht so schlimm, weil ich kann das jetzt hier so machen und dann ist das so. Und dann kann man das so... Nee, kann man nicht. Guck mal, weil sie das mit Verschluss gemacht hat. Ja gut, dann könnte ich auch das einfach so auf die Rückseite kleben, ne? Das geht ja auch. Und das Gebamsel kann dann ja ruhig da rausgucken. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das fände ich doch jetzt ganz schick. Ja, doch, dann klebe ich das direkt auf die Rückseite. Die ist ja jetzt nicht so spektakulär, nur so ein bisschen. Jetzt muss ich mir nur noch eine hübsche Farbe aussuchen. Ich finde ja fast... Das ist das Coole, wenn man so Reste reintut, dann hat man immer so verschiedene Farben. Dann kann man nämlich auch mal gucken. Das sieht nicht schlecht aus. Das sah auch nicht schlecht aus. Das hier wäre doch auch ganz schön, dieses Grün. Oder eher das Violett. Ich glaube fast das Violett. Das sieht gut aus. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, das passt ganz gut zusammen mit diesem... Das klebe ich jetzt hier fest. So, jetzt muss ich nur gucken, womit. Ich denke mal mit dem hier, in der Hoffnung, dass das dann auch gut hält. Ansonsten machen wir halt Doppelgemoppel. Ne? Machen wir? Machen wir, ne? Guck mal, jetzt habe ich ja meine Tülle wieder. Dann können wir auch hier noch ein bisschen... Oh. Ja. Aber irgendwie tut sich der Kleber jetzt schwer. Der hat wohl ein bisschen zu lange da ungenutzt rumgestanden. Irgendwie ist der verstopft. Das muss ich nochmal. Oder ich muss den noch ein bisschen verdünnen, vielleicht. Ich habe doch irgendwo noch das größere Teil hier. Hier meine Lieblingsflasche, mit der ich immer auf Kriegsfuß stehe. Hä? Oh nee, ne? Kommt hier jetzt echt gar nichts raus. Oh, ich hasse es, Leute. Ich hasse es wie die Pest, diese Kackkleber, ne? Nennen wir es doch mal beim Namen. Das ist zum Kotzen. Nie kommt da vernünftig was raus. Jetzt aber hier. Guck dir das mal an. Kannst du drücken, dann drückst du die Finger wund. Kommt nichts. Wahrscheinlich hier verstopft oder so. Ja, genau, Agnes. Ich möchte jetzt keinen Kommentar hören. Alles klar? Keine Kommentare hier drunter. Also man sollte den Kleber auch aufmachen, ne? Wenn man den benutzen möchte. Macht man normalerweise so. Oh, ist es denn? Ja, wer es kennt, ne? Sowas passiert ja auch gerne mal mit dem Ketchup. Weil man denkt, das Ding ist offen. Und dann ist das gar nicht offen. Ach, wieso ist das denn hier so? Da ist ja voll die Vorhaut dran.
Leute, Leute. Ne. Es ist hier echt nicht mehr jugendfrei. So, ich hoffe, dass das jetzt so vom Kleber her gut ist. Oh Mann, ey. Das glaubst du doch nicht. Das glaubst du doch nicht, ey. Ne. Ah, guck. Guck mal, da kommt was raus. Ja, ich will das so ein bisschen doppelt gemoppelt haben, weil ich fürchte, weil das so schwer ist, wird es mir sonst rausfallen. Da kann man ja mal so ein bisschen mehr benutzen, ne? So, guckst du hier. Ein bisschen Kleber über Kleber machen. Hier vielleicht auch noch ein bisschen. Das ist sogar Stoffkleber. Vielleicht würde da ja auch Textilkleber sich nicht schlecht tun. Mensch, Elke, da hast du mir aber hier eine Aufgabe geschickt. Jetzt muss ich mal den Deckel da wieder drauf kriegen. Ey, das ist auch so eine Sache, ne? So schwer war es ja jetzt auch nicht. So, genau, da wollten wir es drauf haben. Zack. Super gut. So finde ich das klasse. So, mega cool. Und das. So. So, das kommt da mit dran. Und das hier, liebe Elke, das ist eine hübsche Verpackung. Die werde ich für was anderes benutzen. Da bin ich jetzt frech. Das wird jetzt nicht mit eingeklebt. Weil die finde ich nämlich echt cool. Die werde ich wohl auseinandernehmen, wenn du erlaubst. So, vielen lieben Dank. Das erste Ephemera in meinem kleinen Riste-Journal klebt. So, und der Rest muss jetzt ganz dünn sein. Das soll ja jetzt bis Dezember halten, ne? Prima. Was finde ich das geil. So, dann nehmen wir uns das nächste vor. Und zwar kommt das von der lieben Franziska aus Duisburg. Oh, na, mal gucken. Das ist hier auch zusammengenäht. Muss ich gucken, wenn ich das gleich aufschneide, dass ich hier nichts zerstöre von dem Ephemera. Ganz vorsichtig einmal hier an der Naht entlang. Zack. Und dann kann ich das schon rausnehmen. Warte. Oh, ich sehe schon Frida Kahlo. Oh, das ist ja toll. Auch so schön bunt. Was ist das? Das ist so. Wisst ihr, wie sich das anfühlt? Das fühlt sich an wie eine Oxide oder sowas. Was ist das für ein Papier? Krass. Mega geiler Film. Kennt ihr den? Den Frida Kahlo Film? Frida heißt der. Der ist schon ein bisschen älter. Mega geile Musik. Also ist nicht für jedermann was, aber super geiler Film. Über so ihr Leben und so. Cool. Ah. Mhm. Alles festgetackert. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das ist eine wie so eine Sammlung an Papieren, die man sich dann passend rausreißen kann, wenn man damit irgendwie noch was basteln möchte, oder? Ist das sowas, liebe Franziska? So ein... Ach, guck. Das ist ja total das krasse Papier. Das fühlt sich voll cool an. Oder ist das einfach nur ein Tintenstrahldruck vielleicht? Ich kenne ja nur Laserdrucke. Das ist so rau, aber das fühlt sich... Ich weiß auch nicht. Es fühlt sich total geil an. Sowieso voll das geile Papier. Das ist auch so eins. Hier so ein Texturpapier. Was ist das alles? Mega krass. Ja, das ist Transparentpapier. Gut. Verstanden. Cool. Ja, und das sind so ein paar Designpapiere. Und was ist das hier? Irgendein Recyclingpapier. Ja, total cool, dieses Ding, ne? Das ist ja echt schön. Jetzt muss ich nur überlegen, wie ich das denn hier reinbaue. Weil... Zum Verschließen kann ich das ja jetzt nicht da dran kleben. Obwohl doch, natürlich. Kann man ja trotzdem ein Dings reinmachen. Gut, dann suchen wir jetzt mal eine schöne... Das ist auch so, guck mal. Das ist Oxide, mit Oxide auf jeden Fall irgendwie gestempelt. Ja, grün passt gut. Was Knalliges, so Kalo-mäßiges. Gucken wir mal, was wir hier sonst noch für Farben haben.
weiß nämlich gar nicht, was hier alles so ist. Oh ja, das ist auch gut, aber das wird ein bisschen too much, glaube ich. Das ist ein bisschen zu doof. Ich möchte ja schon, dass das so ein bisschen von der... Ja. Von der Seite... Das sieht auch gut aus. Das sieht hier sogar sehr gut aus, finde ich, weil dieses Dunkelgrün sich dann hier wiederholt. Und das Pink passt auch mega. Mega cool. So, ich bin jetzt gerade am Überlegen, das Tütchen... Ich meine, theoretisch könnte ich auch das Tütchen mit einbauen und den reintun, aber ich werde das jetzt anders machen. So. Ich bin nur entschlossen. Gibt mir aber auch immer Aufgaben. Also, ich denke, ich werde das hier unten dran machen und ich werde das so machen, wie ich es gerade gesagt habe. Ich werde das Band hier schon mal kurz fixieren. Das bleibt nämlich dann hier auf der Seite. So, damit man das dann gleich zukleben kann. So, und den Rest werden wir jetzt einmal festmachen. Hallo. Ist das Ding alle? Los, ärgert mich das jetzt. Achso. Nee, noch nicht ganz, oder? Yeah. Okay, einmal aufmachen hier. Mal reingucken. Ein bisschen ist da noch. Stell dich mal nicht so an. Du alles Ding. Kannst ja ruhig noch mal so ein bisschen... Ach so. Schon wieder falsch rum? Nee. Hä? Jetzt kapiere ich schon wieder gar nichts mehr. Ey. Irgendwas passt hier nicht. Irgendwas habe ich hier falsch gemacht. Hier habe ich jetzt auf einmal irgendwie das Unterteil zum Drüberteil. Hä, wo kommt das denn jetzt her? Ey, Leute, fragt mich nicht. Guckt euch das mal an. Das ist ganz komisch. Das ist aus Versehen mit rausgezogen irgendwie wieder. Okay. So geht es jetzt aber erstmal. Also, so, dann machen wir das mal hier fest. Ist das schön. So, einmal hier schönes Schleifchen wieder rein. Na? Das ist echt toll. Das ist auch ein sehr schöner Verschluss, wie ich finde, hier vorne. Und dann immer so hier, ne? Ist echt auch eine gute Idee, das da durch die Öse nochmal zu ziehen und dann einfach nur so ein Band mit Schleife. Das finde ich gut. So, guck sie hier. So, Frieda. Habe ich dich auch. Ich glaube, ich habe schon mal eine Frieda bekommen. Muss schon ein bisschen länger her sein. Da gab es, glaube ich, auch schon mal eine Bastelei mit Frieda. Ja, die ist auch total krass, die Frau, ne? Also ihre Bilder, die finde ich teilweise sehr verstörend. Mag ich jetzt nicht so, aber diese Geschichte von ihr und so, das ist schon echt spannend. So. Irgendwie soll das damit rein. So. Nicht die schlechteste Idee. Man sieht es dann halt nur nicht direkt, ne? Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, ich tue das jetzt erstmal noch hier hin und dann gucke ich mal, ob noch was Spannendes dazu einfällt. Oder ich knicke das vielleicht schon mal ein bisschen und verhake das hier irgendwie. So. Da könnte man ja auch noch ein bisschen was reintun, ne? Ja, ist alles nicht so einfach. Liebe Franziska, danke schön fürs Mitmachen. Echt eine tolle Sache hier. Sieht echt super aus. Ist voll schön. Ich glaube, das ist ja auch total faszinierend, ne? Nur mal so nebenbei. Dieses Papier dahinter, ne? Das ist so ein Papier, das würde ich jetzt als hässlich empfinden. Das nicht persönlich. Aber ich muss ja sagen, ich limitiere mich da ja auch. Weil ich finde, so wie das hier kombiniert ist, sieht das mega geil aus. Also das Papier alleine dahinter würde ich mir, glaube ich, nicht kaufen. Aber das ist so in Kombi, ne? Und dann dieses, auch so dieses mit den Farben und dann hier so eine pinke, übelst pinke Schleife. Ich finde, das ist so ein mutiges Basteln und das sieht so cool aus. Also ich würde mich das so gar nicht trauen, weil ich denken würde, oder sieht blöd aus, ne? Und jetzt habe ich das so in der Hand und denke mir, boah, das sieht voll cool aus. Kann man auch mal so machen, ne? So Farben sprengen und so.
mal ein bisschen aus dem Rahmen fallen. Finde ich schon geil. Dankeschön, liebe Franziska. Toll, dass du mit dabei warst. Ich glaube, du warst so vorher noch nie mit dabei. Ne? Ich glaube, die Elke, die war schon mal mit dabei. So, dann gucken wir mal, was ist denn das nächste hier? Das ist von der lieben Heike. Da müssen wir dann einmal gucken, wie wir das hier öffnen. Da, da ist das Aufmachding. Das ist ja auch ein richtig großer Umschlag. Der ist auch noch verwickelt hier, auch noch ganz viel. Ja, mit einem schönen Tag. Oh, der sieht ja echt toll aus. Da muss ich jetzt einmal gucken, wie ich das denn abmache. Ob ich das nicht einfach dann erstmal so abziehe. Weil das Schleifchen, das kriege ich doch nie wieder so hin. Fürchte ich. Und mit Schleife kann ich es ja eh nicht kleben, ne? Also können wir das auch erstmal so abmachen. So, das hier, das ist ein großer Umschlag. Ich nehme an, das ist ein Digipapier. Obwohl, das ist ein bisschen fester. Nee, das ist ein Scrapbook-Papier. Ach, guck mal einer an. Guck mal einer an. Im Umschlag noch was drin. Das ist ja toll. Der Umschlag ist mega. Echt toll. So, dann hier einmal nochmal rein. So viele schöne Sachen wieder mal. Tululu. Na, das ist doch wieder zugegangen. Frechheit. So. Oh, so viele kleine schöne Sachen. Ich glaube, ich bleibe hier sogar direkt auf dieser Seite, damit ich das hier noch ein bisschen füllen kann. Das ist ja auch eine tolle Karte. Die sieht ja schick aus. So, jetzt müsste ich dann mal überlegen, wie man das denn... Also dieser Umschlag... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt ein bisschen überfordert, weil ich würde den ungern festmachen. Weil sonst fällt mir hier sowieso alles raus. Ich müsste ihn also so machen. Nee, das ist doof. Dann ist das alles hier... Naja, müsste man dann ja doch irgendwie so machen, oder? Ich weiß es nicht. Ich muss nachdenken. So, und da ist auch noch was drin. Das ist ein Tütle. Da guck mal einer an. Und das geht hier einmal auf. Und dann gucken wir mal, was da... Ui, das ist auch noch mal so... Also, heieieiei. Heidewitzka, alles hier gefüllt noch. Guck dir das mal an. Ein kleiner Schmetterling. Der ist ja süß. Und die kleine Mädels hier. Valentinstagsmädels. Hier ist noch ein bisschen Spitze mit dran. Und hier auch noch was. Boah, immer so viele Sachen, ne? Ach, guck. Journalplatz. Das ist ja auch schön. Niedlich. So, jetzt ist die große Frage. Baue ich das jetzt einzeln ein oder in diesem Halter? Ich würde fast dazu tendieren, das hier mit dran zu machen irgendwie. Und das hier ist auch eine Pocket. Die sieht witzig aus. Ach, guck mal. Sieht aus wie Stapel Blätter und das ist so in einem. Ich dachte echt, das wären mehrere. Cool. Ja. Super cool. So. Das wäre jetzt so. Ja, wie mache ich das denn jetzt hier? Och, Leute. Leute. Das passt ja nirgendwo rein, ne? Also, was ich machen könnte, wäre hieraus nochmal einen zusätzlichen Tuckspot, um das hier reinzuklemmen. Das würde man dann eventuell, müsste ich da hier tatsächlich zwei Seiten irgendwie befüllen, weil ich weiß nicht, wie ich es auf eine Seite kriege, ich das ja niemals. Oder wir machen hieraus eine Pocket, noch als Hinterstück. Da, das könnte ja auch so sein, geht ja auch. Man muss das ja gar nicht so rummachen, sondern hier mit dem Stempel gehen, das geht auch. Vielleicht mache ich das jetzt doch so. Also, den Umschlag, vielen Dank, den werde ich für meine Sachen nutzen, der kommt nicht mit rein. So, ich behalte heute ganz viel außerhalb dieses Journals. Und hier haben wir dann einen schönen Tag, guck mal, der hat ja direkt hier so Franseln dran. Kann man hier noch mit dran basteln und dann ist das ein schöner Dingsbums. So, dann gucken wir mal von der Breite her. Ja, das sieht doch ganz gut aus, würde ich sagen. So als Tasche müsste das gehen. Doch, geht. So, jetzt muss ich nur gucken. Mir wäre lieber, das trocken zu machen. Jetzt kann es aber sein, dass das hier mit dem Ding nicht mehr so gut geht. Ja, das stockt nämlich hier, genau. Aber da ist eigentlich noch genug drauf. Das ist irgendwie ganz komisch zusammengeklebt. Guck mal. Total blöde. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Da habe ich irgendwas komplett verdreht. Vor allem von unten ist ja auch noch irgendwie dieses... Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Ehrlich.
So, mal gucken. Wenn ich das so ein bisschen mittiger mache. Das dann. Jetzt muss ich das immer nachziehen. Ja, die Rolle ist ja auch bald alle, aber ich will ja schon, also ich will sie jetzt auch nicht noch gefüllt irgendwie wegschmeißen, dafür ist mir das Zeug auch zu teuer. Ne? So, das wird passen. Ja, das wird hier auch gut passen. Jetzt müssen wir nur noch diese Kante hier machen. Ah, nein, 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 nicht festkleben. So, ganz an den Rand. Wie müsste das eigentlich gehen? Das ist mir sonst immer bei diesen Billigdingern da passiert hier. Gibt ja auch von Uhu mal, glaube ich. Uhu oder? Ich weiß nicht. Nee, Uhu war das nicht. Was war das denn? Tesa? Ich glaube, von Tesa gibt es auch so ein Teil, das taugt aber gar nichts. So. Na, guck. Und das hier werde ich dann einfach mit hier. Also, ihr müsst euch jetzt auch mal ein bisschen Platz teilen, damit hier meine Pläne aufgehen. Ja, guck mal, perfekt. Der Tag, der passt auch noch perfekt hier mit rein. Guckst du hier. Und dann ist das hier nicht so alleine. Dann können wir das hier noch dazu packen. So, da werde ich mir das werde ich nochmal aufmachen hier. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach, Mist. Bronk. Sagt mir mal, wie doof ich bin. Dankeschön. Okay, das Gute ist ja, die liebe Franziska wusste ja, dass ich so einen Blödsinn damit mache. Die hat das jetzt so gemacht, dass das hier ganz bestimmt auch aufgeht und zu öffnen ist. Leute. Oh Mann. Kein Kommentar. Ich habe das jetzt das schön so. Oh, Menno! Also echt jetzt. Wie? Ne, das sage ich jetzt nicht, sonst ist das so abwertend mir selbst gegenüber. Scheibenkleister. Was habe ich getan? Ich habe festgeklebt und ich dachte, ich wäre noch so schlau. Ich versuche es zu retten. Also, eigentlich ist das hier reingeknotet. Das heißt, wenn ich das öffne, ich muss sagen, ja, das ist schon das Band. Nur, warum kriege ich das nicht geöffnet? Hast du das noch? Nee, zusätzlich festgeklebt ist das auch nicht. Ich habe es nur noch nicht so richtig zum Packen gekriegt, wahrscheinlich. Also, das ist jetzt nicht so das Schlauste gewesen, aber ich versuche, also ich manipuliere jetzt ein bisschen in deiner Bastelei hier, liebe Franzi. Ich hoffe, du bist mir nicht böse deswegen. Weil ich so super schlau war. So mega schlau. So, Gott sei Dank. Oh Mann, ey. Gut, so war es nicht gedacht. Aber so kann man es ja jetzt trotzdem hübsch zusammen machen. Ne? Guck, guckst du hier? So, fällt doch gar nicht auf. Ne? Hm? Sag doch mal. Jetzt wäre es gut, wenn wir live wären. Könntet ihr mich das? Dann hättet ihr mich wahrscheinlich schon vorgewarnt. So, Agnes, was machst denn du da? Dann wäre das vielleicht erst gar nicht passiert, ne? Ja, jetzt bin ich zu doof, ein Schleifchen reinzumachen. Das ist auch ganz toll. Warte mal, ich muss mal gerade noch mal darüber nachdenken. Ich glaube, wäre das denn schlau, wenn ich das hier durchmache und dann Schleifchen? Ja, eigentlich spielt das, glaube ich, keine Rolle, ne? Also, ich will das ja öffnen. Doch, das macht schon eine I. Doch, doch, das ist, glaube ich, doch schlauer so. Nee. Jetzt kriege ich das ja nicht durch. Oh. Leute, Leute, Leute. Das wird hier aber ein langes Video. So, jetzt aber hier. Genau. So. Eieieiei, sag ich mal, ne? Habe ich gesagt, sag ich. So. Gut, so und dann machen wir so und so. Und dann müsste es doch gehen. Ich mit meinen klobigen Fingern hier versuche ein filigranes Schleifchen zu machen. Das kann ja schon mal nichts werden. So, guckst du hier. Guckst du, ist schön. So, was wollte ich jetzt eigentlich? Genau, ich wollte nämlich irgendwie den Namen damit reinbringen. Damit ich am Ende auch weiß, was von wem ist.
So, und das hier kann eigentlich mit hier dran, ne? Das Schmetterlingchen. Ach, vielleicht schreibe ich, ich glaube, da schreibe ich mir was zu. Und das hier kann ja mit hier rein. So wie es war eigentlich, oder? Das kann auch. So, wir haben jetzt eine Pocket da draus gemacht. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Das muss ich mir echt merken. Aus diesem Ding. Also es sind selbstgemachte Knöppel auf jeden Fall hier. Und das hier ist, ich nehme mal an, ein Tütenboden oder ist das einfach aus dem A4-Blatt gefaltet? Das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Ich weiß es nicht. Werde ich mich mal dabei Zeit mit beschäftigen. So, ansonsten werde ich Heike fragen, wie das so ist. So, und das hier finde ich eigentlich so schon ganz gut. So, die zwei Sachen passen zusammen und ja, vielleicht ist es doch dann irgendwann mal an der Zeit hier eine kleine Erinnerung an dieses, ja, an diesen lustigen, mal wieder unüberlegten Krimskranz hier zu schreiben, zu machen, zu tun. Ich will das hier unbedingt mit reinkriegen, ihr merkt das, ne? Ah! Guck, da habe ich ja sogar hier noch einen. Nee, der Sticker geht leider nicht ab. Gut, ist nicht schlimm. Also, Franziska und Heike, ihr teilt euch eine Doppelseite. Das ist doch schön. Und das passt auch richtig gut zusammen, wie ich finde. Das gefällt mir echt gut. So, vielen Dank für die Einsendung. Dann wollen wir mal weitermachen. Und dann haben wir hier was, und zwar vom Kevin. Kevin, super cool. Von dir hatte ich auch noch nichts auf meinem Tisch. So, dann wollen wir mal gucken, was da alles drin ist. Also, erstmal hier schick zugeklebt. Oh, das ist aber ganz schön dolle zugeklebt. Eieiei, upsie. Mir geht sogar die Folie flöten. Das hätte ich ja auch nicht mehr. Boah, alter Schwede. Kevin, was hast du da für einen Starkkleber benutzt? Das ist ja der Wahnsinn. Mega krass. Guck mal, es hat die Tüte zerfetzt. Ich werd bekloppt. Okay, traurig um die Tüte bin ich jetzt nicht ganz so sicher zugeben. Das ist ja toll. Das ist aber ein schönes Papier. Was hat er denn da wohl gemacht? Einmal klack auf. Und hier wird es ein bisschen schwierig. Das, wow, gefüllt mit ganz vielen Sachen. Oh, lieber Kevin, das ist ein Ephemera Holder. Und zwar mega mäßig krass gefüllt mit ganz vielen Sachen. Und dann müsste ich jetzt einmal so, das ist ja auch ein schönes Cluster. Ist ja auch interessant. Einfach so ovale übereinander. So, jetzt muss ich mir natürlich was überlegen, weil dieser Holder ist natürlich viel zu riesig für mein Journal. Was ist das Cooles? Das kann man ja ganz viele von machen, ne? Für so mega. So. Oder sind das Sticker schon aufgeklebt oder kann man die abmachen? Ich weiß es nicht. Kevin, ich weiß es nicht. Ich will es nicht kaputt machen. Ja, Aufkleber. Dafür ist Kevin bekannt. Er liebt Aufkleber. Ne, Kevin? Leicht süchtig, würde ich sagen. Leicht aufklebersüchtig. Oh, das ist aber auch schönes Papier. Das ist ja schön glatt. Ein Tag. So, dann eine riesen Journal-Karte. Das ist schon mal cool. Ja, und das ist halt also ganz klassischer Ephemera-Holder. Super cool. Ein Tucken zu groß fürs Album. Was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Kevin, was machst du nur mit uns hier? Wie soll das denn gehen? Nee, geht nicht. Wie soll ich das einbauen? Oh, mein Großer, ey. Ja, ich habe keinen Schimmer. Was machen wir? Was machen wir? Ich will es ja auch nicht kaputt machen. So, also, das ist das Journal. Kevin, du siehst, es ist ein Tückchen zu groß. Oh. Ja, baue ich das denn jetzt alles raus? Ich weiß es auch nicht, Leute. Ich brauche euren Rat, ehrlich. Was mir noch einfallen würde, wäre das Ganze nochmal zu halbieren irgendwie. Aber ach, ich will die Bastelarbeit auch nicht kaputt machen. Macht mich echt fertig. Ach, gut, dann würde ich sagen, der Holder ist ein eigenes Stück. Und ich werde jetzt tatsächlich die Sachen, die Kevin gebastelt hat, da einbauen. Jetzt muss ich einmal gucken, die Karte passt leider auch nicht. So, gucken wir mal einfach. Ich finde hier schon die grüne Doppelseite, finde ich schon mal geil. So,
haben wir jetzt hier noch? Das sind Tags, die kann man dann hier vielleicht hinterstecken. Kann man alles hinterstecken, ne? Ein bisschen. Ich mache meinen eigenen Ephemera. Ja, das ist schon ein bisschen knapp. Das ist ein bisschen knapp. So, gucken wir mal, das Runde. Ne, das würde auch nicht passen. Gut, dann werde ich das jetzt festmachen. Und dann machen wir hieraus einen Spot, wo man da was reinstecken kann. Ist das gut? Das ist doch gut, ne? Für so viele Sachen und dafür, dass der Holder jetzt nicht mit reinpasst, spendiere ich mal eine Doppelseite, weil anders passt es nicht. Ich hoffe, ihr seid zufrieden damit. Also der ist echt schön. Du hast eine tolle Kombination mit den Papieren, ne? Oh, wunderschöne Papiere, ey. Mega cool. Ich liebe ja sowieso grün, blau. Ach, ich liebe doch alles. Echt schön. Und hier ist das. Ah, das sind zwei Papiere quasi zusammen gemacht. Ja, wahrscheinlich gibt es das sonst nicht in so groß. Mensch, Kevin! So, richtig cool. Warte mal, hier passt es besser rein. Hier könnte ich auch mal so größere Sachen drin aufbewahren, ne? Die sonst nirgendwo reinpassen. Also, wird wohl praktisch. So, ich guck mal. Siehst du, wird gleich hier benutzt. Zack, hier auch noch. So, guckst du hier, passt alles rein. Mega gut. Tja, und so findet alles seine Verwendung. Genau, das wird jetzt hier gleich gemacht hier. Dann machen wir das hier noch zu. Danke für diesen coolen Holder. Da kommen jetzt meine riesen exorbitanten Dinge rein. So, jetzt muss ich gucken, wie ich das denn hier so kleben mag. Ich überlege gerade, ob ich das vielleicht nur seitlich festmache. Hier und hier. Damit ich ein bisschen mehr Spielraum habe, da was hinterzustecken von den Sachen. Weil wenn ich das so mache, wird es, glaube ich, knappe eng. Und weil hier die Löcher sind, könnte es sein, dass es mir abgeht. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, doch. So, ne? So werden wir das machen. Jetzt muss ich nur darüber nachdenken, welchen Kleber wir nehmen. Der will ja doch dann mal auch benutzt werden. Bis er zu Ende ist, damit ich den endlich austauschen kann. So. Und da reicht es natürlich auch. Da muss man jetzt nicht ganz so drauf achten, weil ein Teil kann ja rausgucken. Genau. Und jetzt würde ich jetzt mich hier um die Löcher rum, würde ich das jetzt so machen. So, genau. Und dann lasse ich die Seite offen. Dann habe ich quasi zwei Tagspots. So. Und dann? Genau. Super. So ist das cool. Oh, Berge. Ich will auch wieder zurück in die Berge. Das war so schön in Österreich. Huch, klebt schon. Ist auch nicht fest hier. So, den hier könnte ich eigentlich dann auch so machen. Da muss ich nur gucken, weil das ist ja... Wie würde man ein Oval machen? So und dann nur unten? Ja, ne? Das ist doch auch gut. Finde ich gut. Machen wir mal. Ach, guck. Das hier klebe ich dann gerade noch ab, damit das nicht haken bleibt. Also hängen bleibt, dass da nichts hängen bleibt. Muss man gerade mal gucken. Ich habe hier doch bestimmt irgend so einen Aufkleber. Irgendwas. Was jetzt vielleicht... Was jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsaufkleber ist. Na, hier sind so schöne. Die will ich ja nicht alle verstecken. Aber mir ist gerade eine Idee gekommen. Ich kann ja auch einen von meinen Aufklebern einfach nehmen. Ich habe doch hier irgendwo solche Aufkleber. Die sind doch hier, die sind doch ideal hier. Von meinen ganzen Artikeln hier, die kleinen Dinger. Guck mal, passt genau drauf. Und das sieht man ja nachher eh nicht. Muss man ein bisschen. Genau, und dann ist das auch nicht mehr so dolle. So, jetzt muss ich nur gucken, wie hätten wir das denn gerne. Ich glaube, so gefällt mir das gut. Und dann mache ich das einmal richtig hier unten. So, ein Drittel wird aufgeklebt. So. Kevin, ich finde es cool, dass du mal mitmachst. Das glaube ich. Doch, das ist das erste Mal, dass du mitmachst, ne? Du hast letztes Mal so viel. Hat er noch nicht mitgemacht. Das geht er doch nicht. So. Zack. Und der schöne Tag einmal rein da. Und tata! Das finde ich gut. So. Zack. Wissen wir auch gleich Bescheid hier. Genau. So, guck mal. Davon hatte ich jetzt... Nee, da waren jetzt keine extra Zettel bei, ne? Nee. Das hier noch von Elke einmal aufgemacht. Zack. Wenn ich die Zettel schon habe, ne? Könnt ihr auch mit rein. So. Ja, lieber Kevin, danke schön fürs Mitmachen. Auch, dass deine Sachen hier mal bei mir angekommen sind. Jetzt habe ich auch mal etwas von dir. Schön.
Wunderbar, das gefällt mir gut. Auch die Farbkombi, ne, ist mega, mega cool. Auch hier das Pink mit Blau, das ist ja sowieso immer eine schöne Kombination, wie ich finde. Aber es interessiert mich trotzdem noch, ob das Aufkleber zum Abmachen sind oder ob er da einfach nur eine Collage gemacht hat. Bin mir nicht ganz sicher. Aber nee, das ist eine Collage. Eine Herzchen-Collage. Weil das hier ja drüber ist, ne? Das würde ja sonst keinen Sinn machen. Da passt schon. Finde ich auf jeden Fall total geil. Passt hier richtig gut rein. Ne? Guck. Also wäre es für diese Seiten gemacht hier. Finde ich. Supi. Was ist das hier? Ein Band. So, und dann kommen wir zum letzten von der lieben Ines. Ich sehe schon, Ines hat einen alten Umschlag benutzt. Bisschen Werbeprospekt, Flyer, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Dann machen wir das Ganze mal hier auf. Und. So, jawohl. Oh, genäht. So, dann wollen wir nochmal genauer angucken hier. Also, und das ist von hinten, das ist definitiv ein Umschlag. Der ist geklebt. Mit irgendeiner Folie. Ich habe keine Ahnung, warum. Die Folie ist so komisch, das ist eine Klebefolie. Ich habe absolut keinen Schimmer, wie sie das gemacht hat. Ist auch egal. Oh! Mal was Neues hier. Klack, hast gehört? Klett. Da habe ich aber ein bisschen Schiss, ne? Weil die sind echt stark, dass das kaputt geht. Mit Bienchen auf Transparentpapier. Ja, das ist auch ein schönes Washi-Tape aus ihrem Shop. Das mag ich auch richtig gern mit den Collagen. Ah, guck mal, Ticket. Mega cool. Mega. Ah, Graspapier. Ich glaube, mit diesem Graspapier habe ich euch alle so ein bisschen angefixt, oder? Es ist auch so schönes Papier. Da bist du ja verrückt. Das ist ja auch toll. Die Karte ist auch richtig schön. Sieht gut aus. Schön, ein Ephemera-Holder in der passender Größe. Ja, klein, aber fein. Finden wir gut. Und dann gucken wir mal, wo das noch dazwischen passt. Das schreit doch schon hier förmlich danach. Ja, hier sogar noch besser, wie ich finde. Genau, und dann können wir das hier immer schön öffnen. Das finde ich gut. Ja, Ines, du hast es mir Gott sei Dank ganz einfach gemacht. Ich werde das hier einfach jetzt hier verkleben noch mit den Resten und dann ist das schick. Ne? Dann kriege ich vielleicht auch meine Rolle gleich mal alle und kann eine neue reinmachen, die nicht so gewüstet ist. Ich weiß nicht, was ich damit gemacht habe, ey. Dass das so bescheuert ist. Ich nehme an, dass Ines vielleicht sogar ein Video gemacht hat, wie sie das hier gemacht hat. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, von meinem Gebastel habe ich diesmal keine Videos gemacht. Manchmal ist das ja auch so, dass man dann zu ganz anderen Zeiten dann halt eben die Zeit findet, was zu basteln, wo man dann irgendwie mit Video und allem dann irgendwie das irgendwie auch vergisst. Also es ist... Also ich habe zu vielen meiner Ephemeras Videos gemacht, aber auch nicht zu allen, muss ich ja sagen. Hä, hey, was ist das denn hier schon wieder? Was habe ich denn jetzt schon wieder? Oh. Alter, was habe ich hier veranstaltet? Kann mir das mal einer sagen? Das ist doch der absolute Super-Kokolores hier. Guck dir das mal an. Irgendwas passt hier doch überhaupt gar nicht. Jetzt ist hier oben Kleber und unten Kleber. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ach, das sind Reste. Okay. Verstanden. Guck mal. Das ist irgendwie so. Machen wir mal die. Ich weiß es auch nicht. Ich mache echt nur Blödsinn damit hier. Irgendwo ist es abgewickelt, wo es nicht hätte abgewickelt sein sollen. Und woanders ist es dann dafür aufgewickelt. Und da ist echt noch viel dran, ne? Das ist echt ärgerlich. Was ich machen könnte, ist vielleicht habe ich auch dieses hier aus Versehen irgendwie... Nee, warte mal, das ist die Folie, die hier mit dran gehört. So. Aber die muss ja dann auch weggehen. Irgendwie. Alter, ich habe keine Ahnung. Ich habe es komplett zersemmelt hier. Absolute super kaputt gemacht. Mehr fällt mir dazu nicht ein. So, wie rum muss das? Auf jeden Fall so rum, glaube ich. Ne? Genau. Und das wäre ja jetzt richtig rum sozusagen. Ja, das muss hier vorne rausgucken irgendwie. Wenn da nicht noch so viel dran wäre, ne, würde ich es jetzt echt wegschmeißen. Aber das ist mir echt zu schade. Irgendwo war der Wurm drin. Irgendwo habe ich Mist gemacht. So ist es auf jeden Fall. Das ist schon mal richtig.
Ja, es rollt sich nach hinten nicht mehr auf. Deswegen muss ich das hier immer so ein bisschen händisch wegziehen. Gut, das sollte aber reichen. Ach Gott, guck dich das mal an, ey. Ich schaffe auch alles kaputt zu machen. So, lieber Holder, das Papier ist so schön. Ich glaube, das ist ihr Papier, ne? Ines, ist dein Papier, ne? Ja, ist dein Papier. Ich mache das ein bisschen weiter an den Rand, dass ich beim Öffnen nicht direkt schon hier dran stoße, sondern noch so ein bisschen Platz habe. Finde ich gut. Ja, echt schön. Danke, Ines, mal wieder. So, es ist ein bisschen durcheinander. Ich mache es ja nicht chronologisch, hatte ich euch ja schon mal gesagt, ne? Also, liebe Elke, danke fürs Mitmachen. Echt ein toller, dicker Vetter. Das muss ich nochmal loswerden. Ephemera Holder aus alten Umschlägen. Dann hier das kleine, nochmal neu aufgelegt. von mir total verhunzte von der lieben Franziska. Ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich mal wieder meinen Kopf aus hatte. Ja, dann hier von der lieben Heike einmal die Dinger mit dem Ding. Die Dinger mit dem Ding. Merkst schon, Wortfindungsstörung. Dann die schönen Collagen hier und den Tags und dem allen und dem ganzen. Wo ist er? Da, von Kevin. Und von Is. Mal wieder. Schön, schön. Leute, ich bedanke mich fürs Mitmachen, dass ihr wieder dabei wart. Und ihr merkt schon, gut, dass das Jahr bald zur Neige geht, weil das wird auch wieder so ein Grupp. Aber ist okay. Es ist okay. Ich muss euch auch ganz ehrlich gestehen, ich hatte jetzt gar keine Zeit mehr, wirklich noch ein richtig fettes Journal zu bauen, irgendwie mit Signatur. Ines hat das ja ganz schlau gemacht. Die hat ja nur die Blätter gemacht und ich nehme mal an, dass sie dann später den Rücken dann passend machen wird oder so. Die hat es ja ein bisschen anders aufgebaut. Gut, also für heute sage ich schon mal Tschüss und was diese Aktion angeht, sehen wir uns nächsten Monat wieder. Und ansonsten sehen wir uns natürlich dann am Donnerstag, ne? Alles klar. Dann danke fürs Einschalten, danke fürs Mitmachen an euch alle. Vielen lieben Dank für die schönen Geschenke, die jetzt mir gehören. Das ist ja immer das Geilste. Alles klar, dann bis denn. Tschüss.